Ja, das der ehemalige Flughafen Tempelhof. Der wurde vielleicht vor 2-3 Jahren geschlossen. Und jetzt ein riesen Areal ist frei und die Natur setzt sich durch und die Menschen wollen auch an die frische Luft und so kann dann so ein Projekt entstehen. Ich bin in Tempelhof geboren. In meinem Maule grast die Kuh. Und der Flughafen selber, der bekannt nach dem Krieg, als Berlin eingemauert war, also eigentlich vor der Mauer noch, als es dann mit der Versorgung schwierig war, entstand diese Luftbrücke, also um Berlin zu versorgen. Und ja, also für mich ist das mehr das als der Flugbetrieb, also der danach stattgefunden hat. Ich gehe zuweilen sehr und schwanger auf einen Blumen Iwana. Es gibt eine Initiative, das Allmende-Kontor. Und die haben das initiiert, dass hier die Gärten, diese kleinen Gartenbeete hier überall entstehen, ja. Mein Vater, was sagst du dazu? Wir haben einen kleinen Gartenzwerg da oben. Und Jungfrau kamen wunderbar, geschmeide scheidegelb im Haar, mit schlank gestielten Lelien. Hier vorne, das sind Radieschen. Verehrte Herren, verehrte Damen, die um mich hören herzukamen, dies widmet der Gesangverein. Und da in der Ecke war eine Erdbeere. Hier gibt es Aubergine. Der Sitzplatz, genau. Der Kakegai und Papedu, die sahen auch dabei dazu und kamen aus Brasilien. Ja.